Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, liebe Sucher der Wahrheit, Skeptiker der Medien und Befürworter der humorvollen Durchdringung, der Gegenwart, der Durchleuchtung dessen, was uns interessiert und was wirklich zählt. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich bei dieser Ausgabe von Weltwoche Daily am Dienstag, dem 19. Januar 2021. Heute beginne ich mit dem Wichtigsten, nämlich mit Ihnen und Ihren Zuschriften. Ganz herzlichen Dank für die enorme, überwältigende Fülle von Zusendungen. Da sind Themenanregungen dabei, Hinweise, weiterführende Statistiken, Dokumentationen, Kritik, konstruktive Kritik, auch weniger konstruktive Kritik, spielt überhaupt keine Rolle. Schreiben Sie mir ehrlich von der Leber weg, was Sie denken, was Sie von dieser Sendung halten, was ich noch besser machen kann. Ich bin kein Podcast-Profi. Ich brauche Ihr kritisches Feedback, Ihre Bespiegelung, damit ich es noch besser machen kann, denn ich mache diese Sendung für Sie. Das ist keine Selbstverwirklichung. Es geht mir darum, dass Sie Ihre Zeit nicht verschwendet haben, beziehungsweise das Gefühl haben, dass Ihnen das hier etwas bringt, was wir machen. Hans-Peter aus dem Kanton Luzern schreibt mir: Zuerst möchte ich Ihnen ein großes Kompliment für Ihre Weltwoche-Daily-Sendung aussprechen. Ganz herzlichen Dank, Hans-Peter, ist eine Verpflichtung. Wir bleiben dran und versuchen, die Intensität hochzuhalten. Ich als Detailhändler in der Babybranche muss meinen Laden schließen oder ein sehr kleines Sortiment anbieten, wie Windeln oder Babybekleidung. Wohlverstanden. Ich mag es allen Blumenhändlern, Zoofachgeschäften und so weiter von Herzen gönnen, dass Sie Ihre Läden offen behalten dürfen. Zoofachgeschäfte dürfen zum Beispiel für Meerschweine Holzhütli verkaufen, für Meersäuli. Frisch gebackene Eltern dürfen bei mir aber kein Bett für ihr Baby kaufen. Ich glaube, mich laust der Affe. Das Affenhaus in Zürich hat mehr Verstand als die Entscheidungsträger in Bern. Ja, Hans-Peter, ich kann Ihren fundierten Zorn verstehen. Das ist die Willkür. Das ist die Willkür der Planwirtschaft. Und man muss hier einfach eine philosophische Frage stellen. Wie um Himmels Willen konnte es so weit kommen, dass der Staat in der Schweiz Gott spielen kann mit Bezug auf wirtschaftliche Existenzen? Diese Firma lassen wir offen, diese Firma machen wir zu, das sind Güter des täglichen Bedarfs, das nicht, die Blumenläden ja, die Buchläden sind geschlossen, die Babybekleidung aufs Minimum, aber das Hütli fürs Meersäuli, das ist nach wie vor gestattet. Das ist Willkür, das leuchtet nicht ein. Und das Parlament hätte dieses Epidemiengesetz vor acht Jahren nie verabschieden dürfen. Ich glaube, Sie haben es gar nicht gelesen, Sie haben nur über die Impfprobleme gesprochen, aber überhaupt nicht über die Macht, die dem Bundesrat, die der Regierung gegeben wurde. Nichts gegen Schutz und Vorsicht, aber keine Politik, die eben derartige Verwüstungen anrichten kann. Corona-Verwirrungen, Corona-Wahnsinn, das schreiben mir viele. Ein Marcel aus dem Kanton Schaffhausen sendet mir da eine offizielle Depesche zu des Erziehungsdepartements bzw. der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe 1, wonach im Kanton Schaffhausen, schnallen Sie sich an, jetzt auch die Kindergärtner, die 4- und 5-Jährigen, Masken tragen müssen, Gesichtsmasken. Ich weiß gar nicht, dass es gibt so kleine FFP2-Masken oder sind das dann schon ganz Gesichtsmasken? Muss man da die Augen ausschneiden? Ich weiß es nicht. Ein Werner aus dem Zürcher Unterland. Ich kann mich noch gut an die erste Medienkonferenz zu Covid im Frühling 2020 erinnern. Ich war gespannt darauf, welche Schutzmaßnahmen Bundespräsidentin Somaruga verkünden würde. Aber das Erste, was sie verkündete, war, dass die Zeitungsverlage und das Staatsfernsehen und Radio je 40 Millionen Franken Unterstützung erhielten. Damit hat sie die Medien bestochen und diese haben auf wohlwollende Hofberichterstattung umgeschaltet. Aber wenn doch ein cleverer Geschäftsmann, um Schürfrechte in Guinea zu erhalten, die dortige Präsidentengattin mit 8,5 Millionen US-Dollar besticht, wird er in Genf angeklagt.
Wann wird der Bundesrat wegen Bestechung angeklagt? Ja, lieber Fenner, Sie haben völlig recht. Natürlich ist das Bestechung, aber es heißt eben nicht Bestechung. Es heißt Medienförderung, es heißt Unterstützung, es heißt Gewährleistung der Meinungsvielfalt, es heißt Sicherstellung eines funktionierenden Mediensystems. Und das Mediensystem funktioniert eben, wenn die Medien nicht mehr kritisch über den Bundesrat berichten. Dafür bekommen sie Geld und sie bekommen auch schlagzeilenträchtige Primärnachrichten, die von den PR-Fassadenreinigern unserer Regierung direkt brühwarm an die Journalisten durchgereicht werden. Also wenn Sie in Ihrer Zeitung Dinge lesen, die immer drei Tage später dann tatsächlich passieren, dann wissen Sie, diese Zeitung hängt am Subventionstropf des Staates. Deshalb ist es ja so wichtig, dass es die Weltwoche gibt und Weltwoche Daily. Erzählen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, denn hier stehen wir außerhalb der Verflechtung, der Verfilzung und dieser süßlichen Beziehungskorruption, dieses gouvernemental-medialen Komplexes in Bern. Nein, Sie haben völlig recht, die wurden eingekauft, die Medien. Und deshalb wachen Sie eifersüchtig darauf, dass ja niemand eine abweichende Meinung formuliert. Gino, ein Informatik-Fachmann, schreibt mir kritisch auf meinen Aufruf, man solle mir widersprechen bei meiner These, der Lockdown des Bundesrates sei ein Einknicken vor dem Ausland gewesen. Gino widerspricht, Ihre Corona-These ist leider wieder auf Abwägen. Der Bundesrat macht doch gerade das, was das Ausland mit der Mutation des Virus eben nicht gemacht und verpasst hat. Dank der zeitlichen Verschiebung in der Ausbreitung der Pandemie sind wir in der Lage, dies nun besser zu machen. Ich bin nicht anderer Meinung grundsätzlich als Sie, Gino. Ich halte das für eine Möglichkeit, selbstverständlich. Aber mein Punkt ist ein anderer. Ich kritisiere den Bundesrat, weil er seine massiven Verschärfungen und Verfügungen aus meiner Sicht lausig, oberflächlich und substanzlos begründet hat. Er hätte viel deutlicher die Fakten, die Evidenzen, auch die Entwicklungen von mir aus im Ausland darstellen sollen. Aber er hat im Prinzip nur eine Drohkulisse aufgebaut. Er hat mit Prognosen, mit Schreckenszahlen operiert, bei denen ich mich unweigerlich an den letzten März zurückerinnert fühlte, als ein Professor der Universität Basel mit dem Horrorszenario von möglichen 100.000 Corona-Toten bis April da in den Nachrichten aufgetreten ist. Und diese Zahlen haben eine Wirkung. Und wenn die Behörden eben solche Panikszenarien hier verbreiten, dann wollen sie damit eben nicht überzeugen, sie wollen einschüchtern. Und das ist meine Kritik. Sie wollen den Widerspruch zum Verstummen bringen. Noch ein kritisches Wort zu Jack Dorsey oder Mr. Twitter. Es ist ja nicht so, dass Herr Trump seine Meinung nicht mehr verbreiten kann. Er kann dies überall noch tun, nur nicht auf Twitter. Oder höre ich da von Ihnen, Herr Köppel, einen leichten Ruf nach chinesischen Verhältnissen im Internet? Nein, lieber Gino. Mein Punkt, ich sage genau das Gegenteil. Wir haben bereits chinesische Verhältnisse in der Schweiz und im Westen. Wir haben den Staat aufgerüstet, wir haben die Marktwirtschaft stillgelegt, zum Teil beseitigt. Wir haben eine Gleichförmigkeit der öffentlichen Meinung, wie wir sie in China möglicherweise haben. Und jeder, der etwas anderes sagt oder denkt, der wird gleichsam psychiatrisiert, ausgegrenzt, angeschwärzt, angepöbelt durch die Journalisten, gecancelt in den Vereinigten Staaten. Und mit diesem Twitter haben wir auch das westliche Pendant zu diesem Sozialpunktesystem in China. Dort bekommen Sie ja Punkte für gutes Verhalten, für schlechtes Verhalten gibt es Abzüge. Je nachdem haben Sie Probleme auf der Stellensuche. Bei Twitter, wenn Sie irgendwann mal einen Unsinn verbreitet haben, kann Sie das Leben lang heimsuchen und auch auf der Stellenbeschaffung ein Problem werden. Ich wechsle zum institutionellen Rahmenabkommen. Da erregt sich ja jetzt immer mehr Widerspruch. Wir haben davon auch hier in dieser Sendung geredet. Immer mehr profilierte Persönlichkeiten exponieren sich, um dieses Rahmenabkommen zu kritisieren, um es, sagen wir es deutlich, zu beseitigen. Freddy Gantner von der Partners Group in Zug, das ist ein Vertreter des Hochadels, der Hochfinanz, ein
Private Equity Mann der obersten Hubraumklasse, international unterwegs, rund 30.000 Angestellte in der Europäischen Union, also nicht unbedingt das, was die Medien generell als Hinterwäldler bezeichnen, als Isolationist, als Modernisierungsverlierer. Merken Sie etwas, so beschreiben die Medien normalerweise die Kritiker des Rahmenabkommens. Nein, Gantner ist das Gegenteil. Er ist ein weltoffener Schweizer, der sagt, dieses Abkommen macht die Schweiz kaputt. Und er hat recht, weil wir eben nicht mehr frei selber bestimmen können, unser Schicksal, unsere Gesetze nicht mehr mit diesem Rahmenabkommen. Hans-Jörg Bertschi, ein ebenfalls international, global tätiger Transportunternehmer, sagt auch, fertig, aufhören, dieses Rahmenabkommen unbrauchbar. Das sind nicht SVP-Exponenten, kommen aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Sphäre. Die SVP war gleichsam die intellektuelle Avantgarde, die als erste auf dieses Rahmenabkommen hingewiesen hat, auf die Problematik, dass eben die Schweiz zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union würde. Fremde Richter, fremdes Recht muss übernommen werden, fremde Sanktionen, Guillotine-Klausel, ferngesteuerte Migration, ferngesteuerte Sozial- und Wirtschaftspolitik. Das geht nicht. Immer mehr Leute merken es. Sami Saviris, der Hotel-Zampano aus Ägypten, großartig. Wenn auch die Ägypter der Meinung sind, der Schweiz sei so ein Rahmenabkommen nicht zuzumuten. Das Land der Pyramiden, die Wiege der Menschheit. Kleopatra. Ist doch großartig. Auch Ägypten unterstützt die Schweiz im Kampf gegen das Rahmenabkommen. Kurt Eschbach. Dieses Genie des Einfühlungsvermögens. Ich habe den noch nie mit einer politisch polarisierenden Aussage gehört. Wenn es ihm sogar geschmuch wird mit diesem Rahmenabkommen, dann stimmt etwas nicht. Oder Pistengott Bernhard Russi, auch er outet sich als Gegner. Oder der Schriftsteller Rolf Dobelli. Das sind erfreuliche Nachrichten. In breiten Kreisen wächst der Widerstand gegen dieses Abkommen. Nur dort, wo der Widerstand eigentlich am größten sein sollte, dort ist er am kleinsten im Bundesrat. Es ist beinahe unbeschreiblich, wie das Schweizerische Außendepartement die Verhandlungen über das sogenannte institutionelle Abkommen mit der EU in Brüssel anpackt. Das ist von einer fast nicht zu beschreibenden Defensive, ein Canossa-Gang. Eine kaum zu ertragende Selbstverleugnung, ja Selbstverachtung. Einen kleinen Einblick bot das Interview mit Bundesrat Ignazio Cassis in der NZZ von gestern. Herr Cassis erscheint dabei mittlerweile schon fast so gereizt und genervt von der Europapolitik wie sein Vorgänger und Parteifreund Didier Burkhalter in den letzten Tagen. Cassis behauptet, die Souveränitätsfrage sei dem Bundesrat schon bei den bisherigen Verhandlungen über das Insta wichtig gewesen. Souveränitätsfrage heißt die Frage, dass wir selber die Gesetze bestimmen dürfen. Das Rahmenabkommen zerschmettert das. Das Rahmenabkommen installiert fremdes Recht, fremde Richter, fremde Sanktionen in der Schweiz und eine Guillotine-Klausel. Wenn sich die Schweiz wehrt, ist alles miteinander verschraubt, also die perfekte Droh- und Einschüchterungskulisse. Und der Bundesrat hat diese Selbstentmündigung, ja eben diese Selbstverachtung, diese Selbstverleugnung akzeptiert. Und jetzt behauptet Herr Cassis, die Souveränitätsfrage sei dem Bundesrat schon bei den bisherigen Verhandlungen wichtig gewesen. Ja, warum missachtet denn dieser Vertrag genau diese Souveränität, ohne dass der Bundesrat bei dieser entscheidenden Souveränitätsfrage nachverhandeln will? Ich meine, das schlägt dem fast den Boden aus. Sie wollen ja nicht einmal nachverhandeln. Fast nicht zu glauben ist die Behauptung, wegen Covid, Budget und Brexit sei die Terminsuche erschwert worden. Ja, die Schweiz bekommt nicht mal einen Termin in Brüssel. Der verschmähte Liebhaber, der die Braut, in die er sich nie hätte verlieben sollen, anhimmelt und fragt, wann lässt du mich endlich raus? Aber die beantwortet nicht mal seine SMS oder seine Telefonanrufe, aber er kratzt immer noch an der Türe. Das ist die Verhandlungsstrategie gegenüber Brüssel. Der trostlose, erfolglose Liebhaber, der um eine Braut wirbt, in die er sich nie hätte verlieben dürfen. Das ist die Situation unseres Bundesrats und unserer Unterhändler gegenüber Brüssel. Kaum zu fassen.
Die Schweiz als viertstärkster Wirtschaftspartner der EU erhält nicht mal einen Gesprächstermin, den man übrigens locker virtuell veranstalten könnte. Zoom. Auch begrifflich fallen entscheidende Unschärfen auf. Wir hätten heute, sagt Gossis, eine partielle Integration in den EU-Binnenmarkt. Das ist falsch, wir sind nicht integriert. Sonst müssten wir selbstverständlich EU-Recht übernehmen. Wir sind lediglich Teilnehmer am EU-Binnenmarkt. Binnenmarkt, das ist ein Zauberwort. Was heißt das eigentlich? Binnenmarkt ist eine Rechtsordnung, das ist ein Teil der staatlichen europäischen Ordnung, wenn Sie so wollen. Das ist der Binnenmarkt. Da wollen wir gar nicht rein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen Marktzugang, wir wollen unsere Güter verkaufen, wir wollen unsere Dienstleistungen verkaufen, wir wollen Tochtergesellschaften, Firmen gründen können, wir möchten arbeiten können in der Europäischen Union, aber wir möchten doch nicht eingeflochten werden in dieses Regulierungsmonster des europäischen Binnenmarkts. Das ist falsch. Die Schweiz hat der EU per Zustimmung von Parlament und Bundesrat im Gegenteil offiziell mitgeteilt, dass sie weder Mitglied des Binnenmarkts ist, noch dass sie es werden will. Das ist die offizielle Politik. Und entschuldigen Sie, lieber Herr Bundesrat Gassis, ich habe zu ihm ein gutes Verhältnis, aber so geht es nicht. Das ist ein im Vergleich zu Großbritannien Konzept und mutlose, defensive, ja, ich muss es leider sagen, inkompetente Verhandlungsführung. So holt man nichts heraus. Man müsste sich an Boris Johnson, dem Britenpremier, der in den Medien in der Schweiz verlacht wird, einer völlig abwegigen, überheblichen Pose verlacht wird, von ihm müsste man sich inspirieren lassen. Er hat es gut gemacht. Er hat herausgeholt für Großbritannien Marktzugang in der EU, Teilnahme an allen Forschungsprogrammen. Unsere Unterhändler sind überrascht, dass die Briten das herausholen konnten. Also trennen sie sich von überraschten Unterhändlern. Also er hat Marktzugang, Zugang zu diesen Forschungsprogrammen, ohne EU-Recht zu übernehmen, ohne fremde Richter, ohne fremde Sanktionen, ohne Kohäsionszahlungen, ohne Sanktionen, ohne Guillotine-Klausel, ohne Personenfreizügigkeit. Kein Wunder, spielen Sie in Bern dieses Brexit-Abkommen so herunter, denn wenn man es als das anschauen würde, was es ist, müsste man eigentlich die ganze Corona dieser Unterhändler entlasten und fragen, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Aber der Bundesrat bringt es nicht einmal fertig, die Souveränitätsfragen nachzuverhandeln. Der Bundesrat müsste dies tun, er müsste der EU sagen, Entschuldigung, in dieser Form, nein, dieses Abkommen ist nicht zu akzeptieren. Wir können nicht den schweizerischen Souverän, Volk und Stände entmachten und an die Stelle des verfassungsmäßigen Souveräns diese bürokratischen Glaspalastverfahren der Europäischen Union, diese Orsol-Demokratie in Anführungszeichen stellen. Das geht einfach nicht. Widerspricht unserer Unabhängigkeit. Also Großbritannien hat die Unabhängigkeit verteidigt und Marktzugang erhalten. Die Schweiz, Herr Gassis, will uns einreden, dass wir die Unabhängigkeit opfern müssen, um Marktzugang zu erhalten. Und da, mit allem Respekt, ist er im falschen Film. Amerika spinnt und veranstaltet eine wahre Hexenjagd auf den nächstens aus dem Weißen Haus verschwindenden, abgewählten Präsidenten Donald Trump. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Es wird jetzt ein Impeachment-Verfahren, ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt, bei dem sich Trump bis jetzt nicht hat verteidigen können. Twitter hat ihn zum Schweigen gebracht und er soll seines Amtes sogar enthoben werden können, nachdem er sein Amt bereits abgegeben hat. Das ist verrückt. Das ist eine Auflösung des Rechtsstaats. Egal, was man von Donald Trump hält. Ich meine, die moralisierende Raserei, diese Hexenjagd, die sich hier abzeichnet, die erinnert einen einfach unweigerlich an die spanische Inquisition. Also ich war nicht dabei, aber nach allem, was ich gelesen habe, das hat inquisitorische Qualität. Auch diese Vehemenz, dieser Hass, diese Raserei, mit der jetzt auf diesen Trump der da verfolgt wird, man will ihn auch geschäftlich erledigen, der soll ausgelöscht werden. Ja, nie auf die Idee kommen, irgendeinem dieser Establishment-Figuren nochmals auf die Zehen zu treten. Sie haben natürlich panische Angst vor seinen 74 Millionen plus Wählern, die übrigens immer noch zu diesem
Trump stehen. Wenn Sie die schweizerischen Zeitungen lesen, haben Sie das Gefühl, diese 74 Millionen Amerikaner müssen vollkommen den Verstand verloren haben. Das sind alles Verrückte oder Nazis oder eben Hinterwäldler, geistig zurückgebliebene, deplorable oder wie diese überheblichen, fürchterlich herablassenden Beschreibungen aussehen. Die Medien unternehmen nicht nur den Versuch, auch nur ansatzweise zu verstehen, was in diesem Land abgeht. Sie lassen ihrer Abneigung gegenüber diesen krassen, unkonventionellen, noch Präsidenten freien Lauf. Derweil sind 25.000 Mann Militärpersonal aufgeboten worden, Truppen, um die Vereidigung von Joe Biden zu beschützen. 25.000 Mann in Washington, das ist fünfmal mehr als die gesamte Truppenpräsenz der USA in Afghanistan und Irak. Die stehen jetzt in Washington. Wo waren eigentlich diese 25.000 Mann, als im letzten Jahr während Wochen und Monaten Portland, Minneapolis, Los Angeles, New York von linken Mobs heimgesucht wurde? Also die Doppelmoral haben wir ja hier schon ausgiebig besprochen. Unglaublich. Plötzlich sorgen die Demokraten für Ruhe und Ordnung, was sie im letzten Jahr anlässlich der Verwüstung ganzer demokratisch regierter Stadtteile im Verlauf der Black Lives Matter-Bewegung nicht getan haben. Nein, sie haben sogar damals gefordert, man müsse der Polizei das Geld wegnehmen. Defund the police. Auf keinen Fall darf der linke Mob gestoppt werden. Jetzt kommen sie also mit Regiments oder ich weiß einfach, was das ist, mit Gorstärke, mit Armeestärke fahren sie jetzt ein. Das ist die Doppelmoral in den Vereinigten Staaten, die wir jetzt beobachten können. Und mittlerweile sind, wie wir dem Schweizer Fernsehen entnehmen können, 10.000 Südamerikaner unterwegs Richtung Mexiko und dann zur Mauer, weil sie glauben, Joe Biden würde sie dann in den USA einmarschieren lassen. Ja, kaum ist Trump auf dem Abgang, der Präsident, der gar nichts richtig gemacht hat, alles falsch gemacht hat, selbstverständlich, eine fürchterliche Person, alles bestätigt, was wir immer schon gedacht und angenommen haben. Kaum ist er weg, kommt eine kleine Völkerwanderung aus Südamerika, nähert sich der amerikanischen Grenze. Merken Sie etwas? Also Politik spielt eine Rolle. Und diese Südamerikaner sind der Meinung, dass Joe Biden, der ja das Gegenteil ist von Trump, dass der sie jetzt selbstverständlich in die Vereinigten Staaten hineinkommen lässt. Joe Biden, der übrigens die Flüchtlingspolitik von Donald Trump als absolut unmenschlich, als nazimäßig kritisiert hat. Sind wir sehr gespannt, was die amerikanischen Grenzbehörden unter Joe Biden machen müssen. Gut, in der Politik ist das, was man während des Wahlkampfs gesagt hat, nicht viel wert. Das gilt übrigens auch für Schweizer Politiker. Mit einer Ausnahme. Donald Trump, ich weiß, man darf nichts sagen, was er richtig gemacht hat. Aber Donald Trump ist vermutlich einer der ganz wenigen Politiker, jetzt im größeren Machtbereich tätig, der das umgesetzt hat oder versucht hat umzusetzen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Zum Beispiel die Sicherung der amerikanischen Außengrenze. Aber ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Manche in den USA, Medien, Beobachter ziehen jetzt eine ernsthafte Bilanz der Ära Trump. Nicht wie die Schweizer Medien, die ein Nachtreten in Form von einer Aufzählung von lauter Pech und Pannen zelebrieren. Ja, das ist die Boulevardzeitung Blick, die sich jetzt nicht, die nicht an sich halten kann vor lauter hämischer Entrüstung über diesen unfähigen, was auch immer, rechtsextremen Präsidenten, der da die Demokratie zum Einsturz gebracht haben soll. Der gleiche Blick, der Chefredaktor Dorer, als Trump das erste Mal ans WEF kam in der Schweiz, stand zuvorderst wie ein Groupie beim Popstar mit der Ausgabe des Blick. Ich sehe ihn noch vor mir. Welcome, Mr. President. Drückte es Trump in die Hände und fotografierte es wie eine Jagdtrophäe auf der Safari in Afrika. Peinlich, die sind im Schlepptau hinterher gewatschelt hinter Trump am WEF, um den Mantel der Geschichte, den Mantel des Königs berühren zu können. Und heute spucken sie auf ihn. Also das ist auch eine ganz interessante Beobachtung. Ja, diese amerikanischen Medien kommen zum Schluss.
Ja, die USA wurden von anderen Ländern wie China ausgenutzt. China hat die Handelsregeln missachtet, die WTO-Regeln, und Trump hatte Recht, das anzuprangern. Trump hatte auch Recht, die endlosen Kriege in Afghanistan und im Nahen Osten zu kritisieren. Und er hatte Recht, nach Auffassung dieser Deuter, amerikanische Truppen nach Hause zu bringen. Diese angebliche Kriegsgurgel, diese Supernova eines amerikanischen Präsidenten, so haben die deutschen Magazine getitelt, hat als einer der ganz wenigen, der einzige amerikanische Präsident seit vielleicht Jimmy Carter, keinen Krieg mehr angefangen. Stattdessen hat er versucht, amerikanische Arbeitsplätze von Übersee zurückzuholen. Da war viel Populismus drin. Das habe ich immer kritisiert, dieser Protektionismus, das hat so nicht funktioniert. Ich glaube, auch die Amerikaner haben nicht das Bildungssystem, um diese Arbeitsplätze zu bestellen, einfach vom Ausbildungsniveau her nicht. Aber Trump hatte recht, diesen Ausverkauf der Arbeitsplätze anzuprangern und zu kritisieren. Da ist er nicht der Einzige, der das so sieht. Da gibt es übrigens auch viele Politiker, jetzt etwas auf der linken Seite, die ihm hier heimlich bewahren, natürlich nie öffentlich, heimlich zugestimmt haben. Trump hat es fertiggebracht, dass die Republikanische Partei nicht mehr länger die Partei der alten weißen Männer ist. Ja, bei den letzten Wahlen hat Trump verloren, vor allem bei den Frauen in den Agglomerationen. Da hat einfach seine allzu rüpelhafte, egozentrische Art und Weise möglicherweise tatsächlich zu viele abgestoßen. Aber er hat auch verloren bei den alten weißen Männern. Dieser angebliche Überrassist und dieses angebliche Ideol der alten weißen Männer, dort hat er verloren in den letzten Wahlen. Es sind aber schwarze Latinos und viele einfache Arbeiter hinzugekommen, die Trump Coalition. Ja, dieser Rassist, dieser Superrassist Trump hat mehr schwarze Wählerinnen und Wähler angesprochen als jeder republikanische Präsident der letzten 30, 40 Jahre. Abraham Lincoln. Gut, damals durften die Schwarzen noch nicht abstimmen, aber der hatte vermutlich mehr Zustimmung nach der Sklavenbefreiung. Aber Trump hier mit Fakten, die nicht diesem Zerrbild entsprechen, das in unseren Medien von ihm gezeichnet wird. Trumps Steuergesetzgebung, seine Deregulierungspolitik, klassische republikanische Politik, sorgte dafür, dass viele mehr von ihrem Geld haben und dass ein enormer Wirtschaftsaufschwung stattfinden konnte, bis zu Beginn der Corona-Pandemie. Er hat Handelsabkommen modernisiert, die Justiz umgestaltet, konservative Richter in großer Zahl in den Supreme Court hineingebracht, in den Hearings durchgekämpft. In Hearings übrigens, bei denen linke Aktivisten auch schon mal in den Senat einfielen. Ja, nicht mit diesem Krawall und diesen fürchterlichen Verwüstungen wie am vorletzten Mittwoch. Aber diese Entweihung der heiligen Hallen der Demokratie hat schon beim Hearing eines republikanischen Richters, den Trump nominiert hatte, stattgefunden. Es wird einfach ausgeblendet. Wird einfach ausgeblendet, man nimmt es gar nicht zur Kenntnis, man will es nicht wissen. Er hat die Justiz übrigens auch reformiert in dem Sinn, dass er Gesetze zurückgenommen hat, die sich als allzu hart und negativ vor allem auf Schwarze und Minderheiten ausgewirkt haben. Hochinteressant. Er hat ein Gesetz zum Beispiel zurückgenommen, beziehungsweise abgeschwächt, behaffen Sie mich nicht auf die Details, dass die Demokraten unter Joe Biden in den 80er, 90er Jahren installiert haben. Also diese Propaganda, die Sie da in unseren Medien gelesen haben, wird einfach den Fakten zum Teil da überhaupt nicht gerecht. Präsident Trump hat keinen Krieg angefangen, aber er hat das ISIS-Kalifat besiegt und die meistgesuchten Terroristen der Welt ausgeschaltet. Damit wurden die USA und die Welt sicherer. Er hat die Space Force für die Sicherheit im Weltraum gegründet. Er hat historische Friedensabkommen zwischen Israel und den arabischen Staaten veranlasst und Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Das sind große Erfolge. Und er hat auch diese zum Teil fruchtlose Konfrontationspolitik von sehr rechtsstehenden Neokon-Falken-Konservativen gegenüber Russland aufgeweicht, denn Trump hat richtig erkannt, dass man Russland eher in eine westliche Sicherheitsarchitektur einbauen sollte, gegen China, anstatt Russland zu brüskieren.
um damit den Chinesen in die Hände zu spielen. Aber in dieser Trump-Fixiertheit, in diesem Trump-Verstörungs- und Verblödungssyndrom haben eben sehr viele das so nicht erkennen wollen. In der Covid-Pandemie hat Trump das Testen und Entwickeln der Impfstoffe mit riesigen Mitteln gefördert, weswegen die USA jetzt bei der Verteilung vorne stehen, womit Millionen von Leben gerettet werden können. Dies muss bei allen Nachteilen dieser Persönlichkeit auch gesagt sein. Ja, Herr Trump hat Abgründe. Ich habe von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gesprochen, vom doppelgesichtigen Mann, auf der einen Seite ein Kämpfer für die Vergessenen, auf der anderen ein Superego, das sich immer wieder ins Gehege gekommen ist, müssen wir ja nicht diskutieren. Die Abgründe, das Negative, lesen und hören Sie auch anderswo. Ich muss es nicht wiederholen hier. Mein Auftrag besteht darin, dafür zu sorgen, dass Sie ein nicht zu einseitiges Bild von einer Sache erhalten. Zum Abschluss ein Nachruf. Das ist immer eine etwas wehmütige Angelegenheit, aber ich möchte diesen Epilog, diesen Nachruf auch als respektsbezeugende Würdigung verstanden wissen, die auch einen, nicht falsch verstehen, positiven Charakter hat. Es hat ja auch etwas Schönes, etwas Trauriges einem Toten zu gedenken, aber auch etwas Schönes, weil es eine beeindruckende Persönlichkeit war. Und das trifft auf diese Person sicher zu. Franz Blankart, der Schweizer Stardiplomat, der Staatssekretär, der große Unterhändler in den EU-Jahren, in den 90er Jahren, ist gestorben dieser Tage in seinem 85. Altersjahr. Eine großartige Persönlichkeit, elegant, philosophisch gebildet, klug, weltgewandt. Er hatte auch eine persönliche Beziehung zur Weltwoche. Die Gründer waren mit seiner Familie verwandt. Franz Blankart war der Chefunterhändler der Schweiz mit der Europäischen Union in diesen Schicksalsjahren 92 EWR, Europäischer Wirtschaftsraum. Er stand dort auf der Seite jener, die für eine engere Anbindung der Schweiz an die EU waren, also er lag da falsch aus meiner Sicht, das allerdings auf höchstem Niveau. Er hatte studiert bei Karl Jaspers, dem großen Philosophen, in Basel, und ich habe diesen Franz Blankart immer bewundert, eine Figur wie aus dem 19. Jahrhundert, klassisch humanistisch gebildet, aristokratische Manieren. Ich glaube, er war auch der Träger eines Malteserordens, also hier fast schon wirklich Teil der Hocharistokratie. Ich möchte einen Satz von ihm zitieren, den er in der Weltwoche geäußert hat, in einem Interview 2003 mit mir. Ich zitiere Franz Blankart: Der politische Betrieb, egal in welchem Land, besteht aus Menschen, die sich leichter durch die Macht als etwa durch schöne Frauen verführen lassen, was ich nie begriffen habe. Franz Blankart, ruhen Sie in Frieden. Vielen Dank für alle Anregungen, Gespräche und für alles, was Sie für die Weltwoche und für die Schweiz getan haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen bei Weltwoche Daily wiedersehen. Vielen Dank.